Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Bulgarien. Die EU ist erreicht. Seitdem ich Batumi verlassen habe, hat sich was an meinem Zeitplan meines Roadtrips geändert. Ich muss direkt nach Hause fahren, aus familiären Gründen. Manchmal ändern sich Reisepläne. Und umso länger eine Reise dauert, umso eher kann sich was ändern. Der Plan sieht also aus: einmal quer durch Bulgarien und Griechenland, mit der Fähre nach Italien und dann direkt über den Brenner nach Österreich und weiter nach Deutschland. Daher werde ich, wenn alles glatt geht, in einer Woche zu Hause sein. Komme ich zurück zur Ankunft in Burgas und der Einreise nach Bulgarien. Nach dem Anlegen kam der Zoll kurz auf die Fähre und kontrollierte die Pässe. Eine Stunde später ging es dann mit dem Auto von der Fähre. Im Hafen wird die Einfuhr der Fahrzeuge vorgenommen. Ich musste nur den Fahrzeugschein vorlegen und sie fragten, ob ich eine Kfz-Versicherung für die EU, also eine grüne Karte, habe. Die Antwort ja war ausreichend. Danach wurde mein kleiner Wim kontrolliert. Wirklich überall und hinter jeder Verkleidung suchten sie nach illegalen Sachen. Selbst die Rückbank bauten sie aus. Danach musste ich circa eine Stunde warten, bis die Einfuhrpapiere fertig waren. Die Zeit nutzte ich, um einige hundert Meter außerhalb der Zollzone einen Geldautomaten aufzusuchen, um mich mit der lokalen Währung Lev einzudecken. Nach meiner Rückkehr zum Zoll bekam ich meine Einfuhrpapiere, was ich aber nicht lesen kann, da es auch bulgarisch ist. Jetzt geht's los zum Highlight des Tages, dem Buluca Monument. Die Route für heute sieht folgendermaßen aus. Google Maps sagt, von Burgas bis zum Buluca Monument benötige ich 2 Stunden 40. Ich brauche aber 3 Stunden 15 für die 212 Kilometer. Vom Buluca Monument zu meiner Unterkunft in Plovdiv soll ich für die 200 Kilometer 2 Stunden benötigen. Mit Wim schaffe ich sie in knapp 3 Stunden.
Mann, mir weht hier oben der Wind um die Nase. Und ich sage einfach mal, puh, ich habe es geschafft. Ich bin in Bulgarien eingereist und ja, der ganze Stress ist so ein bisschen abgefallen. Der Witz ist, am Ende haben sie noch nicht mehr fürs Auto irgendwas gewollt an der Grenze. Sie haben einfach nur gefragt, ob er versichert ist. Also eine Versicherung hatte ich in Deutschland abgeschlossen. Ja, ich bin jetzt losgefahren und heute war mein Zielpunkt erstmal das Blücher-Denkmal. Das seht ihr jetzt hinter mir und das ist eins der größten sozialistischen Denkmäler seiner Art auf der ganzen Welt. Und es sieht eigentlich aus, als ob ein UFO hier gelandet wäre. Der Turm ist 70 Meter hoch hinter mir, also dieser Turm. Der hat auch zwei rote Sterne, also so sozialistische Sterne an der Seite. Sieht man jetzt von hier ein bisschen schlecht, aber nachher auf dem Video sieht er das noch ein bisschen besser. Ja, wer mehr zu diesem Ort wissen will, dem kann ich eigentlich nur empfehlen, schau mal in meinen Blog rein. Da gibt es nämlich einen Artikel drüber und den Link dazu findest du in den Shownotes natürlich. Ja, und let's go. Also, lass uns mal dieses Pracht-UFO ein bisschen entdecken. Ja, ich habe es geschafft. Also das Belutscher-Denkmal habe ich mir angeschaut und circa 2,5 Kilometer davor oder ja, man biegt eigentlich nur in die andere Seite mal kurz ab, 500 Meter. Dann kommt man hier zu diesen Fackeln. Das ist auch Baujahr 81, glaube ich, gewesen, wo das fertiggestellt wurde. Gehört eigentlich mit dazu, diese Fackeln. Es gibt noch so, ich glaube, 2 oder 3 andere Stellen, wo auch noch mal irgendwelche Denkmäler sind. Und ja, die Hände der Fackel symbolisieren halt auch den Zusammenhalt gegen den Faschismus und ja, alles, was der Kommunismus halt gesagt hat. Ja, also ich bin jetzt zumindest hier erstmal am Ende und setze mich jetzt ins Auto und werde nach Plovdiv fahren und werde jetzt noch schnell ein Hotel oder ein Zimmer eher gesagt buchen irgendwie. Und ja, ein kleines Fazit zur Einreise und dem Abstecher hierher gebe ich dann gleich nochmal im Auto. Hab ja noch ein paar Kilometer vor mir. Ja, mir hat es gefallen, zumindest hier. Und da mache ich gerade das Fazit hier, weil, also zumindest vom Belutscher, weil das ist ja echt eigentlich, besser kann man es ja gar nicht haben mit dem Hintergrund. Der Lader steht da, mein Wim. Ja, also ich fand es eigentlich einen coolen Abstecher, auch wenn man oben jetzt nicht rein kann, aber das Dach, habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen, ist völlig durch. Es regnet ja auch rein und der Regen kommt durch den Beton schon durch. Also daher kann ich mir vorstellen, dass das einsturzgefährdet ist und dass man da halt nicht mehr rein kann. Das ist sehr schade, weil drinnen gibt es bestimmt hübsche Sachen noch zu sehen. So Mosaiken haben sie damals reingebaut und es muss echt fantastisch gewesen sein. Es ist schade, dass der Staat das nicht wiederherstellt. Hier wäre bestimmt die Hölle los, denn das, was ich hier gesehen habe am Besucher in der Zeit, wo ich da war, waren bestimmt 20 oder 30. Ja, 20 waren es auf alle Fälle. Also wie gesagt, wer hier auf alle Fälle in der Nähe von Plovdiv ist oder in Sofia, der kann auch kann hierher fahren. Es gibt Touren oder einfach mit einem Mietwagen oder wenn man mit seinem eigenen Auto unterwegs ist, so wie ich heute. Ja, also, let's go Plovdiv und meinen verdienten Feierabend.
Ich höre ihn schon rufen. Also, los geht's. Was erwartet dich in der Folge 18? Es geht quer durch Bulgarien nach Griechenland mit einem Stopp an dem Rila-Kloster. Die Einreise in den Schengen-Raum wird noch einmal anstrengend, aber anders als ich dachte. Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.